Wenn ich an Deutschland denke, ist der erste Gedanke Verantwortung. Ich denke daran, wie pünktlich sie sind, mit Ausnahme der Züge. Ich finde es allerdings immer noch komisch, wie die Deutschen alles im Voraus planen. Aber diese Wiedervereinigung, diese könnten auch die Deutschen nicht planen. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ist Deutschland von außen gesehen natürlich ein geeintes Land. Aber nach innen schauend frage ich mich manchmal schon, warum so wenig von diesem ostdeutschen Narrativ in der gesamtdeutschen Erzählung da ist. Bemerkenswert ist doch, wie schnell Ostdeutschland integriert wurde. Also ich komme aus Italien und da haben wir es in 150 Jahren nicht geschafft, Süditalien wirklich zu integrieren. Für meine Heimat Frankreich ist natürlich Deutschland der wichtigste Partner. Es gibt keine zwei Länder auf dieser Welt, die so viele Kontakte haben. Das ist auch das Land, von dem die Franzosen allgemein sich am nächsten fühlen. Gleichzeitig gibt es vor allem auf französischer Seite Unkenntnisse, die immer dazu führen, dass Missverständnisse oder entwickeln oder dass alte Vorurteile wieder auftauchen. Wenn ich mit meiner Mutter über Deutschland spreche und sie lebt in Polen und spricht kein Wort Deutsch, dann sagt sie gerne: Ich hoffe, dass Deutschland so ein menschenfreundliches Land bleibt. Sie findet das toll, dass es so tolerant ist und eben seit der Flüchtlingskrise, dass man so ein anderes Deutschland kennenlernte. Also für die nächsten 30 Jahre kann man nur hoffen, dass die Wiedervereinigung zwischen den Menschen sich vollendet, dass die Unterschiede zwischen Ost und West weniger werden, weil diese Vielfalt eine Stärke Deutschlands ist, selbst wenn das Land auch Schwächen hat. Die größte Schwäche ist die Überheblichkeit der Deutschen. Manchmal glauben sie, ihr Weg sei der einzig richtige. Die größte Stärke ist, glaube ich, die Fähigkeit der Deutschen, zusammenzuhalten. Und es ist genau das, was ich auch den Deutschen wünsche und was ich auch mir als Deutsche wünsche, dass wir hier tatsächlich so offen und tolerant bleiben und ja, menschenfreundlich.